ein bisschen aus, als würde ich euch jetzt gleich hier einen Halloween-Look schminken, finde ich. Aber nein, das hier soll ein Glitterized-Look werden. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Schminkvideo, Testvideo, Reviewvideo, First Impression Video, keine Ahnung, von Catrice. Und zwar war das so, dass ich heute in der Mittagspause gemerkt habe, okay, ich habe ja gar nichts zu essen mit. Und dann bin ich zu dem Famila gefahren, der bei uns um die Ecke ist. Und habe mir dann was zu essen geholt und habe dann gesehen, okay, Catrice hat gerade ausverkauft. Die haben ja Sortimentsumstellung. Und dann habe ich mir sowohl alte als auch reduzierte als auch neue Produkte gekauft. Und ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und was auch ganz wichtig ist, am Ende des Videos gibt es auch eine klitzekleine Verlosung. Ja, los geht's. Zuallererst muss ich mich natürlich erstmal abschminken, ne? Das ist quasi mein Look, wie auch immer man das nennen mag, wie ich so auf Arbeit immer bin. Ich habe immer ein bisschen Mascara drauf, einen Eyeliner ziehe ich mir. Und da ich jetzt sowohl Eyeliner und Mascara mir auch geholt habe, wird das jetzt erstmal runterkommen. Also jetzt, weil es halt schnell gehen muss, verwende ich hier von L'Oreal den Make-up-Entferner. Ich habe unten ein bisschen Tesafilm drauf gemacht, weil irgendwie hat er angefangen auszulaufen. Ich glaube, der ist ein bisschen aufgeditscht, der war mir mal runtergefallen. Ich finde, man sollte sich für das Abschminken auch immer ein bisschen mehr Zeit nehmen, damit man halt die Haut auch nicht irritiert oder sowas, sondern einfach ganz sanft immer das Make-up runternimmt. Das ist viel, viel angenehmer. Ich kämme mir dann auch immer schon direkt die Wimpern so ein bisschen Richtung Mitte, damit die schon so einen kleinen Schwung auch bekommen. Das finde ich irgendwie angenehmer. Dann bleiben die auch irgendwie immer in Form. Entschuldigung, Stimme will gerade nicht. Ich lege mir das Wattepad dann immer, was ich getränkt habe mit dem Make-up-Entferner, so ein bisschen auf das Auge einfach drauf. Lass das Ganze so, keine Ahnung, 10 Sekunden einwirken. Und dann fange ich erst an, das Make-up vorsichtig abzunehmen, beziehungsweise in dem Sinne dann ja das Augen-Make-up. Weil, ja, das ist fürs Auge einfach angenehmer. So hat das Produkt dann einfach auch die Zeit, vorsichtig zu wirken. Und man muss nicht wie wild reiben. Das ist jetzt einfach nur, dass ich ganz vorsichtig dann über meine Wimpern drüber gehe. Das ist auch so ein kleiner Tipp, wie man halt hinbekommt, dass man seine Wimpern pflegt und halt erhält, ne? Und nicht die Wimpern durch das Make-up-Entfernungsgedöns schädigt oder rausreißt. So, dann haben wir jetzt einfach mal in ein paar Minuten das Augen-Make-up entfernt. Das Ganze ist sehr vorsichtig gewesen. So. Dann schauen wir mal, was ich so Feines eingekauft habe. Hier habe ich zum einen ein neues Produkt. Und zwar ist das ein One-Minute Face Perfector mit einem Magic Finish. Das fand ich auch total interessant, denn das ist auch in der Farbe 0010 One Fits All. Das heißt, diese Farbe passt angeblich jedem. Jedem kann ich mir nicht vorstellen, denn Leute mit wirklich dunklen Häutchen werden das wahrscheinlich nicht tragen können. Aber wir gucken uns das einfach mal an, wie das bei sehr hellen Häutchen, also wie mir, funktioniert. Hier steht drauf, moosiger Teint-Perfektionierer sorgt für einen makellosen, mattierten Teint und einen natürlichen Make-up-Effekt. Lässt Poren optisch verschwinden, Farbe passt sich jedem Hautton an, als Make-up oder Primer anwendbar. Ja, deswegen habe ich auch keinen Make-up oder Primer oder sonst irgendwas auf meinem Gesicht. Das ist einfach so, wie es ist. Ich habe es jetzt auch nicht speziell gereinigt, vielleicht hätte man das können, aber nö, ich lasse es jetzt einfach mal so und dann mache ich mir das mal drauf. Es sieht schon extrem dunkel aus, ne? Da bin ich sehr, 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 sehr gespannt. Es riecht total angenehm nach Creme, so ein bisschen nach Nivea-Creme. Ich finde den Tiegel übrigens sehr hochwertig, ne? Also das finde ich hübsch, das ist Glas. Und dann schauen wir einfach mal, ja. Oha, das ist aber ganz schön fest, wenn ich jetzt so mit dem Finger reingehe. Und ich finde es doch ziemlich dunkel, ne? Es fühlt sich unheimlich schön auf der Haut an. Also hat so eine sehr samtartige Textur. Aber ich denke, dass ich einiges an Produkt benötigen werde, um mein ganzes Gesicht damit abzudecken. Aber es ist sehr angenehm, sehr samtig. Also wenn das Poren minimieren soll, dann müsste man jetzt ja
zwischen links und rechts einen Unterschied sehen. Also da habe ich das Produkt aufgetragen, jetzt hier auch auf der Nase und hier nicht. Und ich finde, dass man schon einen minimalen Unterschied sieht, aber jetzt nicht diesen Wow-Effekt. Also das habe ich jetzt so ehrlich gesagt nicht. Aber es fühlt sich hier definitiv fein an. Also das ist schon sehr, sehr angenehm. Ich kann mir vorstellen, dass man das auch schön so als getönte Tagescreme-Ersatz oder sowas nehmen kann. Aber ich finde es vielleicht ein bisschen dunkel. Ich weiß es nicht. Man sieht schon einen Unterschied in der Kamera, jetzt nicht so extrem, wie ich das jetzt hier in meinem Spiegel sehe. Also ist es schon, dass es die Haut dunkler macht und auch ebenmäßiger erscheinen lässt vom ersten Eindruck her. Aber es ist jetzt natürlich nicht stark deckend oder so, ne? Es ist schon eine sehr leichte Geschichte. Praktisch ist es natürlich, dass du das einfach mit den Fingern einarbeiten kannst und es trotzdem nicht auf der Haut liegt, sondern dann auch direkt in die Haut reinzieht. Also, dass man das auch für unterwegs quasi für, wenn es schnell gehen muss, nutzen könnte. Dann ist es auch schön, dass es so eine leichte Deckkraft hat. Also das Gesicht dann in dem Sinne ja relativ erfrischt aussehen lässt und dann einfach ein schönes Hautgefühl auch hinterlässt. Oha, das ist mal dunkel dann, ne? Es lässt sich auch schön verblenden. Das gefällt mir auch richtig gut. Das heißt, wenn ich das auftrage und das verreibe, dann ja, lässt es sich gut ausblenden, sodass du dann halt nicht diesen Farbton auf deiner Haut hast. Das Hautgefühl ist kein Stück klebrig, sondern du merkst halt dieses Silikonartige, was da auch mit drin ist, weil es soll ja auch quasi ja, Make-up-Ersatz und Primer sein. Also das merkt man definitiv schon. Und das mag ich auch. Ja, also man hat sich quasi auch fast so ein Stück weit das Puder gespart, weil es auch ein sehr pudriges Finish gibt, ne? Die Haut sieht mattiert aus, sie sieht jetzt auch nicht irgendwie ölig aus. Sie schreit jetzt nicht, bitte mattier mich ab, bitte mach jetzt irgendwas drauf, damit ich nicht mehr so glänze. Nee, also du hast hier wirklich in diesem Produkt viele Produkte in einem quasi drin. Und das finde ich sehr, sehr praktisch. Also das hier wäre auf jeden Fall was für mich, was ich auch sehr gerne jetzt in Zukunft im Alltag verwenden möchte. Ich weiß nicht, wie sich das im Sommer verhält, aber gut, das Produkt ist jetzt im Winter rausgekommen. Also bin ich da auch nicht wirklich gebräunt oder sonst was. Dementsprechend passt es auch relativ gut. Ich denke, wenn man etwas bräuner ist, könnte man eventuell Probleme mit dem Farbton bekommen. Denn ich finde, ein bisschen zu dunkel ist es für mich schon, aber in der Kamera wirkt das, als wäre das ein perfektes Fitting, ne? Als würde es wirklich super zu der Haut passen. Also, ich zeige euch nochmal das Produkt in der Originalverpackung. Ich kann diesen One-Minute-Face-Perfector auf jeden Fall als Alltagsprodukt empfehlen. Also guckt euch das gerne nochmal an. Mir gefällt es richtig gut und ich habe für mich beschlossen, jetzt hier in diesem Video, dass ich dieses Produkt öfters verwenden werde. Denn ich finde es cool. Ich finde es richtig cool. Sehr gut gemacht, Catrice. So, jetzt muss ich erstmal meine Finger etwas sauber machen. Dann nehme ich mir mal ein Kosmetiktuch. So, ich habe hier ja kein Waschbecken, ne? Ich habe hier so vieles in diesem Raum. Ihr habt das ja in der Roomtour gesehen. Aber ein Waschbecken habe ich hier noch nicht. Ich denke auch nicht, dass ich das kriegen werde, denn die Wasserläufe in diesem Haus sind einfach ganz woanders. Dann geht die wilde Reise jetzt mal weiter. Also, ne, das Produkt super gut, kann ich empfehlen, aber halt nur für Alltag und wenn man das mag, dass dann halt auch auf jeden Fall noch die Struktur der Haut so durchguckt und man die Sommersprossen sieht. Man sieht bei mir Muttermale, man sieht gegebenenfalls auch so ein bisschen Falten und Co., ne? Aber es kriecht nicht in die Falten. So. Was möchte ich als nächstes machen? Als nächstes mache ich mir ein Puder drauf. Und zwar ist das von Catrice das Nude Illusion Loose Powder Transparent Matt, das Fixing Puder. Ich brauche jetzt eigentlich kein Puder, denn ich habe ein ziemlich ebenmäßiges Hautbild. Aber ich habe mir gedacht, komm, so jung kommen wir nicht nochmal zusammen. Wir testen das mal zusammen aus. Auch wenn das aus dem Sortiment rausgeht, wollte ich mal mit euch schauen, ob das überhaupt vielleicht für euch was wäre, wenn das halt reduziert da ist. Und hier muss man irgendwas entfernen, aber
Das ist mit meinen Fingernägeln immer so eine Sache. Komm her, du Feigling. So. Jetzt bin ich schon mal hier angepudert. So, hier sehen wir das Produkt. Also das ist halt ein loses Puder. Und das kann man sich hier dann in den Deckel reingeben. Das mache ich doch mal. Also da kommt wirklich immer sehr, sehr wenig Produkt hier gerade raus. Irgendwas falsch gemacht? Ist hier noch eine Folie drauf? Nee. Es kommt einfach sehr wenig Produkt raus. Also in der Zeit habe ich jetzt so viel Produkt rausgekriegt. Das ist, na egal. Ich gehe da mal mit meinem Luvia-Pinsel rein. Das ist die Nummer 15. Genau. Mit dem Abklopfen ist dann auch blöd bei losem Puder, ne? Und gebe mir das einfach mal so auf mein Gesicht. Einfach so mal grob zum Abpudern. Ich glaube, so kann man das besser machen, sonst geht so viel Produkt verloren. Das ist ja auch in Verbindung mit diesem sehr hellen Puder ist dieses One Minute Perfection Dingens noch ein bisschen aufgehellt. Das gefällt mir dann sogar noch besser. Ja, ich habe, glaube ich, ein neues Lieblingsprodukt entdeckt. So, gehe mich hier mal schön drüber. Und was ich auch machen möchte, ist, dass ich mir so ein bisschen was auch hier unten unter die Augen gebe, weil ich noch eine Lidschattenpalette mit euch zusammen schminken möchte gleich. Also brauche ich jetzt wieder etwas mehr Puder. Meine Güte. Das riecht übrigens nach nichts. Also toll finde ich dieses lose Puder nicht. Du kriegst ja ungefähr gar nichts raus. Boah, nervt mich das. Kann man das irgendwie hochdrehen oder so? Nee. Ja, ich habe jetzt gerade leider keinen Beautyblender da. Aber ich habe mir gedacht, okay, wenn ich jetzt hier einfach ein bisschen mehr Puder unter meine Augen mache, dass wenn ich gegebenenfalls Fallout habe, was bei dieser Palette möglich sein könnte, ich auf jeden Fall was habe, um das abzufangen. Oh, meine Güte, wie beschäftigt man eine Claudi? Gib ihr ein Catrice Matte Fixing Puder und lass sie damit arbeiten. Und zwar habe ich hier eine Lidschattenpalette. Das ist die The Glitterizer Palette Mix and Match. Das Ding bei dieser Palette ist, dass auch die aus dem Sortiment geht. Und die hat, glaube ich, wirklich nur 1,95 gekostet. Ja, genau, die hat nur 1,95 gekostet und ja. Die habe ich dann auch mit eingepackt. Da hast du verschiedene Farben. Und hier oben steht drin, wie man die anwenden soll. Und was ich ultra interessant finde, ist, dass man diese schwarzen Töne tatsächlich als Base nehmen soll. Darauf dann diese vier Glitzertöne, jedenfalls kann man sich da was aussuchen, drauf machen. Und dann mit diesen beiden Tönen toppen soll. Ja. Ich habe mir gedacht, ich traue mich heute mal was mit euch zusammen. Ne? Und deswegen hauen wir einfach mal ein bisschen auf die Kacke und geben uns tatsächlich dieses Schwarz als Base auf das Auge. Dann nehme ich hier auch so einen Luvia-Pinsel, habe schön schwarz drauf und gebe mir das auf mein Auge. Es ist ultra merkwürdig, sich so eine krass dunkle Farbe als Base aufzugeben. Ganz ehrlich. Ich finde die Farben extrem fleckig und merkwürdig, aber wir trauen uns heute und machen einfach das, was die Palette uns sagt. Ja, also verblenden wird hier auch eine ganz interessante Kiste, aber wir machen jetzt einfach munter und vollkommen selbstbewusst weiter, auch wenn das jetzt echt aussieht, als würde ich gleich auf die nächste Grufti-Party gehen wollen. Und extrem fleckig. Also ganz furchtbar. Eine Base ist das für mich eigentlich nicht. Egal. Jetzt sollen wir diese vier Farben hier nehmen und die dann entsprechend aufgeben. Ich werde mir diese beiden Farben hier geben. Also den fast lila Ton ist das hier, aber hell. Und dieses hellblau. Und dann gucke ich mal, jedenfalls ist das der Plan. Dafür nehme ich hier so einen Pinsel von BH Cosmetics. Das ist die Nummer 8 aus einer Pink-Irgendwas-Reihe. Ja,
Und dann fange ich mit diesem lila Ton hier mal an und presse ihn mir richtig auf mein Auge. Ich klopfe den auch nicht ab. Ich glaube, das soll dann so ein bisschen Galaxy-mäßig wirken, oder? So wäre auf jeden Fall jetzt meine Vermutung. Ich habe ja die leise Hoffnung, dass das Ganze dann sich ja auch schön verbindet, aber ja gut, ich habe so einen kleinen Glitzer jetzt auf dem Schwarz drauf und es hat einen lila Stich, aber kann was werden, ne? Also am Funkeln bin ich definitiv ja, ne? Es ist auch jetzt lila geworden und nicht mehr so böse schwarz, aber naja, wir gehen jetzt hier mal mit dem hellen Türkis mal ein bisschen weiter. Ne? Also dieses hier. Hellblau Türkis ist das. Und oh, der gefällt mir ein bisschen besser. Dann gebe ich mir hier mal aufs komplette Lid. Trotzdem ist mir das alles irgendwie ein bisschen zu dunkel. Naja, es hat auf jeden Fall was Galaxy-mäßiges, ne? Aber. So, jetzt habe ich hier von Bella Pierre auch so einen Pinsel. Den hatte ich auch mal mit dabei gehabt. Das ist ein Eyeshadow Brush Nummer 35. Auch so ein flacher Lidschattenpinsel einfach. Und da gehe ich mal hier in dieses Rot rein. Und setze mir das hier in die Mitte. Und ziehe das auch ein bisschen nach außen. Mach mal eben hier so ein bisschen das Fallout weg. Wisst ihr was? Ich glaube, ich versuche mal meine erste Cut Crease. So, für die Cut Crease nehme ich hier von Essence den Stay All Day 16 Stunden Long Lasting Concealer. Keine Ahnung, den habe ich hier jetzt gerade da. Der ist aber auch schon irre alt. Egal. Gebe ich mir hier mal auf meinen Handrücken. Und versuche mich mal an einer Cut Crease. So, hier habe ich meinen Pinsel. Das ist auch von Lovia, die Nummer 6. So ein ganz flacher Pinsel. Nicht zu hart mit mir, es ist meine erste Cut Crease, die ich so gezogen habe. Ich bin schon ein bisschen stolz auf mich, dass ich das überhaupt jetzt so gemacht habe. Und jetzt gebe ich mir mit meinem Finger das Türkis hier auf und zwar in die Mitte. Also hier rein. Und presse das auch so ran. Ja, guck, jetzt kommt endlich Farbe. So, hier spielt die Musik, Leute. Endlich. Und dann gebe ich mir hier auf die, die äußere Hälfte, sage ich mal, diesen Ton hier. Das ist so ein, weiß nicht, etwas dunkleres Lila. Nicht gerade einfach hier mit diesen ganzen Glitzertönen zu arbeiten, das dann einigermaßen schön hinzukriegen. Also ein Stück weit kann ich nachvollziehen, weswegen die dann die Palette rausnehmen, weil das nicht so eine Jedermanns Palette ist, die jeder einfach so benutzen kann, ohne da vielleicht irgendwie verschiedene Techniken anzuwenden. Das ist gar nicht so einfach. Also, das sieht schon mal ein bisschen besser aus. Aber halt noch nicht irgendwie optimal, finde ich, ne? Es blitzt und blinkt aber richtig cool. Also, das finde ich sehr metallisch, sehr intensiv. Das ist natürlich eine sehr geile Geschichte. Das gefällt mir auch. Das mit dem Fallout ist jetzt wirklich so eine Sache, was ich jetzt nicht so geil finde. Weil ich finde Fallout bei Glitzer immer sehr kritisch, weil du danach auch wirklich im ganzen Gesicht glitzerst.
Und da wäre es ganz cool, solche Patches zu haben, die man sich hier hinkleben kann und die die ganze Geschichte auffangen. Aber sowas habe ich leider noch nicht. Das muss ich mir mal zulegen. So, und jetzt war die Rede davon, meine Güte, hier glitzert alles auf meinem Tisch, dass man sich dann diese beiden Töne als Topper aufgeben kann. Und da ich finde, dass es alles schon sehr dunkel ist, gebe ich mir auch den hellen Ton als Topper drauf. Und ja, hier steht einfach nur, um den Effekt zu verstärken und um ein mehrdimensionales Finish zu erreichen, wähle einen Topcoat. Und ich glaube, also ich weiß nicht, ob ich den jetzt komplett drüber geben soll. Da fange ich jetzt erstmal vorsichtig an. Und zwar nehme ich mir da hier so meinen BH Cosmetics abgeschrägten Pinsel, den mag ich ganz gerne. Nehme ich hier diese Farbe, die etwas hellere. Etwas ist gut, das ist fast weiß. Voilà. Und gib mir das hier so drüber. Ich weiß nicht, muss man das so drüber tupfen? Das wirkt auch sehr holomäßig. Ja, das hält tatsächlich auf, ne? Das seht ihr auch in der Kamera. Das finde ich natürlich wieder cool, damit man halt nicht so dieses ganz Extreme mehr hat. Als würde man sich so ein bisschen Schnee darüber tupfen oder so. Das ist ganz cool. Das macht den Look auch so ein bisschen frostiger. Das gefällt mir wirklich. Das, guck mal. Ne? Seht ihr jetzt auch in der Kamera. Also das ist, macht das Ganze irgendwie schöner. Gott sei Dank gibt es diesen Topcoat. Ja! Das ganz vorsichtig hier so drüber. Ich wische nicht, weil ich jetzt nicht unbedingt die ganzen Farben verwischen will. Das mit dem Verblenden mache ich gleich noch. Dann kommt gleich auch auf jeden Fall noch der untere Wimpernkranz dran. Aber ich wollte erst mal gucken, dass ich mir oben einen Look mache, dass ich überhaupt weiß, was ich unten dann so treiben soll. Wahnsinn. Also wirklich eine sehr, sehr schwierige Palette. Aber ich finde es irgendwie... Irgendwie finde ich es cool, weil du hast solche Mega-Schimmertöne nicht überall, ne? Und das sieht man auch nicht so oft. Das finde ich auch ganz cool. So, ich verblende das jetzt mal ein bisschen nach oben hin. Ich habe hier von Evelyn einen Pinsel, das ist, glaube ich, ja, so ein Blenderpinsel. Und das ist ein fluffiger, da gehe ich dann einfach an den Kanten so ein bisschen entlang und ziehe mir das ein bisschen nach oben. Ein bisschen, um das softer wirken zu lassen und ja, das Kantige halt rauszunehmen. Also so wird der Look durchaus tragbar, ne? Also ganz ehrlich, wer hätte das gedacht, dass dieser Look überhaupt noch irgendwie eine Chance hat, heller zu werden? Stimmt mal hier oben ab. Ich stimme für nein. Krass. Wahnsinn. Und das hat so durch diesen Topcoat auch echt einen schönen Holo-Effekt bekommen. Ich bin echt gespannt, wie das nachher aussieht, wenn ich dann auch noch wirklich Eyeliner und Mascara drauf mache und so. Da kommen wir aber gleich noch zu. So. Meine Güte, ich muss hier gleich sowas von putzen. Habe ich hier von Essence ein Smudging Brush. Der ist so ganz flach. Und da hoffe ich, dass ich ordentlich Produkt aufnehmen kann. Dann tupfe ich hier so ein bisschen vorsichtig in dieses Lila rein, mit der Spitze nur. Nein, ich muss mir ein bisschen mehr reingehen. Ich reibe richtig. Ja, ich reibe. Und habe jetzt Produkt drauf. Und dann komme ich euch näher und presse mir das hier hin. Und ziehe mir das so ein bisschen rüber. Ja, jetzt wird langsam mein Schuh draus. Und es glitzert alles in meinem Gesicht. Oh. Wie eine Fee sehe ich dann aus. Ich finde das auch, solche Rottöne, seht ihr ja, ne? Ich sehe ein bisschen vampirmäßig aus. Dass Rottöne unter dem Wimpernkranz aussehen, als hätte man gerade geheult oder Nächte durchgemacht. Deswegen versuchen wir das Ganze mal so ein bisschen aufzufrischen mit dem Türkis, was wir hier haben. Da gehe ich dann wieder mit diesem Pinsel rein. Etwas kräftiger tatsächlich auch wieder. Und drücke mir das hier rein. Ja, gut. Rot und grün unter den Augen könnte aussehen, als hätte man vielleicht eine Schlägerei mitgemacht. Kann aber auch richtig gut aussehen. Ja, bisschen grufti, immer noch.
So, und jetzt ziehe ich mir einen Eyeliner, denn das soll ja auch immer mal so ein bisschen wieder Augen wiedergeben. Und zwar habe ich hier von Glam & Doll, auch der soll angeblich aus dem Sortiment gehen und war deswegen auch reduziert, den 16 Stunden Super Black Liner in Waterproof. Und den fand ich auch so spannend, weil der tatsächlich auch so ein ganz interessantes Filzbürstchen vorne hat, ne? Also das ist so richtig wie so ein Speer fast schon. Entschuldigung, man darf Spaß im Leben haben. So, ich brauche einen Spiegel, Leute. Sonst kriege ich das nicht hin. Weil mit dem hier vorne, der vor mir steht, komme ich bestimmt nicht klar. Ich bin nämlich sonst ein Brillenträger. Jo, den Eyeliner haben wir jetzt schon mal gezogen. Ich finde, den kann ich jetzt auch bei diesem Make-up ein bisschen dicker machen, ein bisschen heftiger. Und ich kann nicht verstehen, weswegen die den aus dem Sortiment nehmen. Ich finde den richtig geil. Also der ist richtig toll. Der lässt sich schön auftragen. Es ist so easy. Richtig easy. Und ihr seht schon, dass dieses Auge definitiv mehr nach einem Auge aussieht als nach einem Unfall als dieses Auge, oder? So. Jetzt kommt die Herausforderung, diesen Eyeliner genauso nochmal hier zu ziehen. Hat doch einigermaßen funktioniert. Sieht besser aus. Also, jetzt mit Eyeliner sieht das Ganze überhaupt besser aus auf meinem Auge. So, zu diesem Eyeliner muss ich sagen, dass ich den wirklich schön finde. Er ist jetzt nicht so ultra schwarz, aber der hat es auch echt auf diesen Lidschattenlook natürlich extrem schwer gehabt, ne? Wie soll der das auch schaffen? Also ganz ehrlich, wir sind jetzt mal wirklich ehrlich zu diesem armen Eyeliner. Und es hat sich schön angefühlt, das Bürstchen, das hat sich super auftragen lassen und deswegen, also mir gefällt er richtig gut. Schade, dass er aus dem Sortiment geht. Ich hätte jetzt sonst so meinen neuen Lieblings-Eyeliner gefunden, Leute. Catrice, was soll das? Warum nehmt ihr gute Produkte aus dem Sortiment? Das macht man nicht. So, weitermachen mit dem nächsten Produkt. Und zwar ist es ein neues Produkt von Catrice. Es ist alles von Catrice, Claudie. Die Glam & Doll Boost Lash Growth Volume Mascara. Das habe ich gesehen und mich direkt extrem verliebt. Also ich hatte das in einem Review, nee, nicht Review, in einem Neuheitenvideo gesehen. Und das ist unsere geliebte Glam & Doll Mascara, die wir alle kennen und lieben. Nur dieses Mal, ihr kennt sie alle in Blau als Waterproof mit dem geilsten Gummibürstchen ever. Aber dieses Mal soll hier ein Serum drin sein, was die Wimpern auch noch verlängern soll. Also quasi ein Wimpernserum, wenn man die 6 Wochen verwendet. Riecht nach Mascara. So. Versuchen wir dem Look mal noch mehr Dimension zu geben und tragen wir ein bisschen Mascara auf. Oh. Ich freue mich schon drauf, diesen Look mit Mascara zu sehen. Ihr auch? Dann geht's los. Nee, das sind keine künstlichen Wimpern, das sind meine echten Wimpern. Und zwar einfach nur geschminkt mit dieser geilen Mascara. Und wenn die auch noch dazu führt, dass meine Wimpern dann auch noch verlängert werden, Alter, richtig geil. Das gefällt mir. Ja, also das verleiht dem Ganzen dann doch schon wieder ein bisschen mehr Dimension, ne? Diese Mascara macht die Wimpern ziemlich natürlich, also das verleiht auf jeden Fall Volumen und Länge. Was sie nicht macht, ist, dass sie die Wimpern dichter macht. Also zum Beispiel, wer so Probleme hat, dass die Wimpern verklumpen würden oder sowas, der hat damit überhaupt keine Probleme, ne? Also das hier ist wirklich, ja, eine halbwegs dezente, aber trotzdem geil Länge und Volumen gebende Mascara. Also cool finde ich die definitiv und im Alltag auch gut zu verwenden. Jetzt nicht unbedingt dieser Look, ne? Das ist aber auf jeden Fall für mich so ein Party-G-Look. Aber naja, wir gucken mal weiter. Ich habe ja noch ein bisschen was. Und zwar, also die würde ich auf jeden Fall empfehlen, ne? Mega. Ja, und zwar habe ich mir noch 2 neue Lippenstifte geholt. Die sind auch aus dem neuen Catrice-Sortiment. Das ist ein Plumping-Gel-Lipstick und den habe ich einmal in der Farbe 100. Das ist so ein rötlicher Ton, also so ein etwas dunklerer, würde ich sagen. Und die Farbe 020, das ist eher ein Nude-Ton. Ich swatch euch die beide mal. Riecht übrigens schön süß und hier steht einfach mal Be Brave drauf. Das finde ich auch süß.
Ich muss ein bisschen mehr swatchen, dass man überhaupt was sieht. Also hier ist der Nude-Ton. Der ist wirklich sehr gelig von der Textur her, aber das finde ich ganz schön. Also das ist wirklich ein sehr guter Alltagslippenstift. Und hier haben wir den, sagen wir, etwas in intensiveren Ton. Der ist sehr ja, bärentonmäßig und den siehst du auch deutlich mehr. Und den werde ich mir jetzt auch drauf machen. Plumping, da bin ich auch gespannt drauf, ob ich jetzt gleich so eine Schlauchbrotlippen kriege. Ich glaube nicht. Oh, irre angenehm. Schön gelig. Oh, es ist schön. Ja, der Lippenstift hat bei mir gerade ein bisschen Schwierigkeiten, weil ich extrem trockene Lippen habe. Aber er gefällt mir. Er ist ein bisschen shiny, also in dem Sinne nicht so deckend. Ich habe hier auch ein bisschen übermalt, ne? Ist nicht so nice hier. Wenn man übermalt hat und einfach die andere Seite auch noch übermalt, damit es gleichmäßig aussieht und merkt, dass es doof aussieht. Aber gut. Aber ansonsten lässt er sich super auftragen. Wahrscheinlich müsste man vorher ein Lippenpeeling oder sowas verwenden, damit die Lippen auch ein bisschen ja, ebenmäßiger sind. Plumping-Effekt, also ich habe jetzt nicht dieses Unangenehme, dass quasi dieser Kribbel-Effekt ist oder dass die Lippen so also gekühlt werden oder sowas. Da bin ich auch ganz froh drüber. Ja, bitte seid nicht so irritiert wie ich gerade, weil ich bin extrem irritiert, weil ich ja so übergemalt habe und es echt doof aussieht. Ja, ich habe jetzt auch sehr, sehr viel Produkt verwendet und wollte mal schauen, wie das aussieht, wenn ich, ja, ob der quasi jetzt abfärben würde. Ich würde jetzt einfach mal auf Ja tippen. Ne, Kusstest? Natürlich, er färbt ab. Aber gut, damit kommen wir dann in dem Sinne klar. Ich denke auch nicht, dass er so ultra lang anhaltend ist, aber das ist nicht schlimm. Also der ist sehr schier und ja, könnte dann in dem Sinne auch einen relativ natürlichen Effekt machen. Mir gefällt er, mir gefällt auch die Farbe vor allem. Ich mag ja dieses Bärige, ne? Ja, das wäre jetzt quasi der fertige Look, den ich jetzt geschminkt hätte. Ich finde nach wie vor, dass die Augen sehr interessant aussehen, weil das ist für mich einfach ein etwas anderer Look. Gut, es fehlen viele Dinge bei mir jetzt gerade, ne? Ich habe keinen Highlighter drauf, ich habe keinen Bronzer drauf, ich habe keinen Blush drauf. Ich, ne, bin halt sehr nudig unterwegs, was die Base angeht, aber ja, das passt dann nicht so ganz zum Augen- und Lippenlook, aber im Großen und Ganzen finde ich, dass dieser Augenlook relativ cool ist und dann auch in dem Sinne in, nicht im Alltag, sondern so auf Events, auf Partys tragbar wäre, ne? Ja, am Anfang des Videos habe ich ja schon erwähnt, dass ihr in diesem Video auch was gewinnen könnt. Und zwar ist das einmal hier dieses Banana Powder von Catrice. Das ist ja auch, glaube ich, eins, was aus dem Sortiment rausgeht. Dann habe ich hier auch nochmal diesen ziemlich, ziemlich, ziemlich geilen Eyeliner mit reingepackt, auch in Waterproof. Und das dritte Produkt ist hier die Lidschattenpalette. Ist auf jeden Fall eine spannende Palette und man muss ja auch nicht dieses Schwarz als Base verwenden. Was ihr dafür tun müsst, ist relativ simpel. Einfach dem Video einen Daumen nach oben geben, wie immer Abonnent meines Kanals sein. Dann unten in die Kommentare einen lieben Kommentar schreiben mit dem Hashtag Catrice. Und ja, ne, alles andere steht unten in der Infobox drin. Schaut vorbei. Ja, das war's eigentlich auch schon. ja, ich weiß nicht, was sagt ihr zu diesem Look? Was sagt ihr dazu, dass ich mich mal so ein bisschen dunkler geschminkt habe, mich ein bisschen was getraut habe? Eine Cut Crease, hallo, meine erste Cut Crease. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen, fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben einfach mal meine Playlist mit den ganzen Schmink, was auch immer ich so treibe. Get Ready With Me ist hier unten meinen neuesten Upload. Und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!